Our brave heroes are heading home from the latest adventure. Heavy with treasures. They got lost in the forest. So they decide to pitch camp and sleep for the night. Suddenly, in the middle of the night, an ominous face raises from the fire. An evil, hideous warlock decides to take the treasure for himself. The warriors are furious. They draw the weapons and ready themselves to defend against the fiend. But the warlock's magic is too powerful. He destroys the weapons and overpowers our heroes. They don't know how long they've been knocked out. But they can't let our story end like this. It's time to get up and fight. It's time to get the loot back and taste sweet revenge. The heroes wake up in a camp of strangers. Willkommen zu einer neuen Folge Reingeschaut und Wiedersehen. Wir sind jetzt in der zweiten Staffel auf dem neuen Kanal Nerdlabor. Ich weiß nicht, ob mich hier überhaupt jemand kennt. Ich weiß nicht, ob Leute mitgekommen sind, die mich kennen. Aber das ist ein Format, in dem ich random Spieler aus meiner Steam-Bibliothek anteste und gucke, was sie so drauf haben, ob es sich überhaupt lohnt, die zu kaufen. Weil viele Spiele habe ich halt kostenlos dazu bekommen. Und heute werden wir halt Rampage Nights spielen. Das sieht ein bisschen aus wie ein kleiner Indie-Brawler, so ein Arena-Brawler, weiß nicht. Auf jeden Fall ein Hackenslay. Und ihr habt das Intro gesehen, das ist ziemlich langweilig gewesen, vielleicht werde ich da was anschneiden, vielleicht auch nicht. Aber nicht zu lang quatschen, rein ins Spiel, wir sind direkt im Camp. Training Grounds. Skeletons to test your skills. Here's a bookstand to read. Ah, okay, hier sind. Ups. Also, es ist so eine Art Spiel. Ihr seht schon, man läuft rum und haut irgendwie Dinge. Und macht irgendwie coole Kombos, obwohl man nur X. Dump Attack. Press A, dann press X to the end. Maximus
Bitte, Bumper. Tim. Igor. Oh, wait, customize? Machen wir erstmal einen coolen Typen. Das sieht gut aus. Oh ja, das sieht gut aus. Und das Face, nicht mal die Klamotten. Was denn? Ja, das sieht doch super aus. Mad Jester, sagst du? Du bist hier. Ich weiß gerade, Dark Castle this way. Hey, jetzt aber jetzt wirklich rein in die Action. Wie schön das ist. Yeah.
Okay. Das ist cool. Also Schlösserknackmechaniken in ein Spiel einzubauen ist immer gut. Denn kein Spiel ist ein richtiges Spiel ohne Schlösserknackmechaniken. Was hat er jetzt ein Blöcke weiter? Es? Bin ich jetzt ein Esel oder was? Wow. Hier kommt keine hin. Alter, jetzt mal ehrlich. Man kriegt überall so viel Damage. Wie sogar Kisten 10 Damage machen. Burn Poison and Disease raises your strength, makes it run. Gehen wir mal. Komm mal saufen. Oh Gott. Oh Gott. Ich kann ja jetzt gar nichts machen. Ist das der erste Boss? Ja, bin ich am Arsch. Ach ja, stimmt, es gibt einen Doktor. Okay, den muss man öfter benutzen. Please don't hurt me. Aber ich bin nicht mehr besoffen, Leute. Da kennt ihr ja gar nichts. Auf jeden Fall ist alles random generated. Das haben wir schon mal rausgefunden. Und du, Dude, lass mal jetzt sterben. Du gehst ja nicht. Bin ich gestorben? Habe ich eine Axt? Ja, ja, lacht mich aus. Die werden schon sehen, irgendwann werde ich die Stärkste kriegen. Immer mit. Nehmen wir alle mit. Wait, ein Poison? Stone? Stone. Hier spawnt einfach Geld. Die checken anscheinend, dass ich nicht die Scheiße bin. Und hier ist schon wieder ein Troll. Das habe ich ihn jetzt vergiftet, aber. Wunschfest. Jawohl. Anora's Exotic Bestiary. Dell Damage. Nehmen wir alles. Toxic Alex hier. Gives you an extra life, but seriously poisons you. Elven Q removes poison. Okay, jetzt zeige ich euch die beste Taktik. Ich nehme das hier. Ich nehme das hier, krieg ein extra Life, bin fett vergiftet, nehme das hier und bin nicht mehr vergiftet. Flame Orb hurts more to fire onto your enemies. Oh, jetzt kann ich zaubern. Weil. Jetzt habe ich sie gecornert. Also ich muss erst sagen, ich empfinde mehr Spaß mit dem Spiel, als ich erwartet hätte.
Gamer has posted. Auch mal. Das ist doch irgendwie mit den Griffen klarkommen. Also so wie ich das auch gesehen habe, kann man das ja im Multiplayer spielen. Wenn man hier dann zusammen durchlatscht. Wenn man dann zusammen durchlatscht, die Dinger halt tötet. Hätte echt Spaß gemacht. Oh. Aber es ist ein bisschen blöd, dass man nur auf einer Ebene angreifen kann. Also ich kann jetzt zum Beispiel kein Feuerball nach oben schießen. Ey, der scheint anscheinend nichts zu machen, außer zu schreien. Eigentlich wollte ich den Pilzmann angreifen. Oh! Bogenschütze! Irgendwie treffe ich den Pilzmann nicht! Und nochmal Schlüssel knacken. Ey. Murky Water. Wieder. Nehme ich mal sicherheitshalber mit, ich benutze es aber noch nicht. Das kann ich hier leider nicht verbrennen. Irre cool gewesen, wenn man hier ernsthaft das Gras noch mit Feuer verbrennen könnte. Was war das? Wo hab ich's geschafft? Leute, ich hab's geschafft! Und direkt weiter. Burger, cool. Nee, für die Wurf-Items habe ich Bomben. Keine Parts. Wobei, die Darts waren schon richtig. Ich bin fett geholfen beim Troll. Wenn ich die Darts gehört. Ich hab auch, dass ich gar nicht sehen kann, wie lange ich schon aufnehme. Okay, dann muss ich ein bisschen auf mein Gefühl achten. Oh nein, das will ich nicht. Ich wollte die Feuerwehr benutzen. Ja, also die muss man ganz klar in die Wand locken. Wir halten aber auch schon wieder voll viel auf. Okay, machen wir mal. Ah. Oh, aufgepickst! Warum haltet ihr so viel aus? Mit dem Murky Water. Ass, Dizzy. Jetzt bin ich wirklich der Ass, I shall pass. Jetzt sind die einfach runtergerannt oder warum sind die jetzt gestorben? Oh, wait, ich will jetzt nicht an der Truppe sein. 10 Damage against big enemies and bosses. Nehmen wir mit. Serious Bomberman, you get a lot of bomber immunity to explosions. That's super. Watch your smile, fast short critical damage plus 50%. Dirty Medicine, oh, die nehmen wir auf jeden Fall. Ich will nicht sterben. Chicken Disease, lay an egg, lay an egg. Lay an egg. Lay an egg. Was, ja, was soll das heißen? What the fuck? Ich kann mich jetzt selber heilen, wie geil ist das denn?
Nehmen wir mal die bessere Waffe auch noch mit. Der hätte vielleicht nicht einfach angreifen sollen. Das ist Medizin, oder? Ja, weg. Aber auch gleich mal einnehmen. So, jetzt ist er fast voll. Ich brauche nur ein Ei. Da geht's anscheinend weiter und hier ist ein Boss, oder was? Oh Gott. Warte, ich bin immun gegen Bomben, oder? War doch was. Ich will mich hier einfach aufbauen. Bomben machen ja gar keinen Damage. Wow. Das ist ja voll gelohnt. Oh. Revenge? Oh, hab ich die Quest fertig oder was? Da war doch irgendwas mit Revenge. Scheiße, ich hab vergessen, ein Ei zu legen. Ich hab vergessen. Das ist auch kein Satz, den man öffnet. Ach Leute, ich kann jetzt nicht mehr angreifen, bis ich ein Ei lege oder was? Das ist ja echt scheiße. Okay, jetzt verstehe ich, warum das Kacke ist. Warum treffe ich die jetzt nicht mehr? Oh, ins Feuer gekickt! Na komm! Bitte. Ich glaube noch, ich mach das ganze Ding fertig. Oder fährt schon wieder fertig gemacht. Aber das wollte ich nicht. Ich wollte das hier nochmal und das hier. Oh, Alter, der Typ hat mich fast angegriffen. Alter, ich werde hier schon richtig zum Profi. Warum kann ich keine Eimer legen? Achso, jetzt bin ich ein Bombentyp oder was? Also die Dash-Attack ist ja auch richtig nützlich. Aus dem Mountainer Schnaps. Make your champion is stronger, but kicks really hard. Haunted in. Du hast was zum Heilen für mich. Dirty Medicine. Steps and Strengths. Unbetitelt. Und removes Poison. Okay, dann machen wir wieder die gleiche. Ich konnte es auch. Zack. Und zack. Naja. Mach mich jetzt nicht wirklich schneller. Gehen wir gerne mit. Oh, das war schon. Ach komm, machen wir noch ein Level, weil ich so viel Spaß habe. Dark Castle. Ich dachte, vielleicht kommt hier ein fetter Endboss, aber irgendwie kam bis jetzt noch nichts. Na toll, die Blumen und Feuer.
Wofür ist eigentlich die Karussellattacke, die gar keinen Schaden macht? Ruf dir Klima mir weg. Voll gegen getreten. Ja, das ist so ein Schatzraum, wo man einfach nur Geld sammeln kann. Hier sind vielleicht die Karussellattacken, dass ich die einfach in die Abgründe werfe. Soll ich jetzt da rüberkommen? Häuse. Ah, ich muss natürlich rüberspringen. Warte, so, das testen wir jetzt an dir, ob ich dich einfach runterwerfen kann. Kannst du bitte herkommen? Ja, noch ein bisschen. Nicht du, aber ich will auch testen. Es geht! Oh. Also viel Abwechslung ist hier bis jetzt noch nicht. Ich kämpfe irgendwie gerade dieselben 5 Arten von Gegnern die ganze Zeit. Okay, man muss aber so, auch sagen, dass es mir so viel Spaß macht, kann daran liegen, dass ich einen kleinen Fable für Roguelike habe. Ich spiele sie nicht oft, aber ab und zu mal habe ich echt Bock darauf. Wie zum Beispiel Binding of Isaac. Beziehungsweise habe ich das alte Binding of Isaac zeitlang gespielt. Das neue Reboot-Ding nicht. Das war mir ganz blöd, nochmal zu bezahlen für das gleiche Spiel. So schön Eier. Wird bestimmt richtig gut zusammen. Ja voll, ein Zeug. So. Vorne haben wir eine Critical Hit. Jawoll. Sparted Sword. Extra Damage if there is more than. Oh, Alter. Oh, na Schnapp. Und wir planen nicht noch. Wie viel zu zählen ist nicht. Das ist ja richtig gut, ich kann in jedem Raum 10 heilen. Warte, kann ich das hier noch nehmen, einmal saufen? Jetzt das hier nochmal nehmen? Alter, das ist ja super. Also man kann sich anscheinend hier auch richtig OP machen. Diese... dieses Truhen-Minispiel kann nach einer Weile echt nerven. Kann ich mir schon mal gut vorstellen. Jetzt sind wir wieder Full Health, Leute! Wow. Ist mir erwartet. Das lässt aber mal in Ruhe. Das sieht doch aus wie ein Boss. Bäh. Raven Contraption, Ulti-Tool that traps enemies, open chests and builds bridges. Nee, dafür will ich mit Feuerball nicht aufgeben. Ist hier alles dunkel oder was? Habe ich schon wieder vergessen. Und die zum Gift fast? Jawoll. Und bumm. Hat das Bild gerade gekichert?
Also das ist ein cooles Detail, dass man so ein Gruselbild hier reinbaut. Ach man, ich vergesse mal, dass sie abwehren können. Also wenn jetzt kein riesengroßer Boss kommt, der mich kaputt hauen könnte. Sieht jetzt nicht aus wie ein Mann, wo ich nicht sterben kann. Jetzt die Immunity against Poison. Aber mit. Jetzt bin ich auch noch immun. Gegen Gift oder sonst was. Nee, nicht. Jetzt aber schon jede Menge Hunger in einen Raum. Komm, sag ich mal was. Sofort die Strafe. Was man mit Qualität nicht erreichen kann, reicht nur mit Quantität. Wir hören ja nicht mehr auf, die Dinger. Das war ganz schön knapp. Jetzt habe ich zwei Missionen gleichzeitig geklappt. Oh Gott. Oh, das war ganz schön knapp. Wenn hier jetzt nichts Gutes drin ist, bin ich tot. Wobei kann ich mich erstmal abwehren wollen. Damit die Truhe mich auch nicht tötet. Weil die macht ja anscheinend 10 Schaden. Ass-Poison nehmen wir. Es ist immer gut, ein Ass zu sein. Immunisiert. Ja, hab ich doch schon. Also wenn jetzt kein Superboss kommt, beende ich. Nee, kein Superboss. Okay. Ich würde mal sagen, das reicht erstmal. Das war die erste Folge Reingeschaut auf Wiedersehen der zweiten Staffel auf dem neuen Kanal. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Konntet euch einen Einblick für das Format schaffen. Und auch einen Einblick für dieses Spiel hier. Am Ende wird noch ein Fazit kommen. Ansonsten, ja. Viel Spaß bei was auch immer ihr jetzt macht. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Ciao, ciao. Oh, ich bin ja immun, habe ich vergessen.